Mannheim Hauptbahnhof um die Mittagszeit. Heute nicht nur ein Ort für Reisende, sondern auch ein Ort, an dem sich beruflich für den ein oder anderen eine neue Weiche stellt. Denn die Deutsche Bahn ruft in diesen Tagen zum Bewerbungsmarathon auf. Und auch Lars-Andreas Hillebrecht will sich jobtechnisch Richtung Bahn ausrichten. Ich war eher Student, ich habe jetzt abgebrochen und jetzt bin ich auf Ausbildungssuche und hoffe, dass jetzt was wird. Lokführer möchte der ehemalige Informatikstudent werden. Auch wenn der Termin zum heutigen Gespräch verhältnismäßig kurzfristig kam, ein bisschen vorbereiten konnte er sich trotzdem. Ich habe nochmal meine Schwester gefragt, die arbeitet selber in der Personalentwicklung, hat sie mir nochmal Tipps gegeben. Aber ich denke, ich habe auch eine gute Bewerbungsmappe gemacht. Ob es am Ende dann auch wirklich klappt? In einem etwa einstündigen Vorstellungsgespräch fühlen die DB-Mitarbeiter dem 25-Jährigen auf den Zahn. Die Chancen sind jedenfalls nicht schlecht. Da suchen wir aktuell in Mannheim 9 Auszubildenden. Neben Lokführern ebenfalls gefragt, Fahrdienstleiter, Zugbegleiter und Elektroniker. Hintergrund, im deutschlandweiten Vergleich mangelt es vor allem im Süden an Fachkräften. 250 Stellen in Baden-Württemberg gilt es zu besetzen. Und um dafür geeignete Mitarbeiter zu finden, soll der einwöchige Bewerbungsmarathon auch die Leute ansprechen, die sich spontan für eine Stelle bei der Bahn interessieren. Wir möchten einfach neue Formate anbieten, die Hürden möglichst niedrig halten für die Bewerbung. Man konnte sich vorher online bewerben, einfach unter Angabe der Kontaktdaten und unter Hochladen eines Lebenslaufs. Und dann kommt man hier zum Gespräch und erfährt direkt, ob es geklappt hat oder nicht. Denn genau das ist das Prinzip. Der Bewerber bekommt direkt nach dem Vorstellungsgespräch Zu- oder Absage. Und wie ist es bei Lars Andreas gelaufen? Strahlende Gesichter. Es hat geklappt. Ich fühle mich erstmal erleichtert, dass es geklappt hat. Am Anfang war ich sehr nervös, es ist holprig gelaufen, würde ich sagen. Aber es ist auf der Zeit besser geworden. Nicht nur besser, sondern eher richtig gut. Denn am Ende des Tages nimmt er den Ausbildungsplatz mit nach Hause. Und damit hatte Lars Andreas heute Morgen sicher nicht gerechnet.